Hallo! Und. Oh, hast du den Namen zufällig geändert? Nein, natürlich nicht. Wie Magst heißt du das? Es nochmal? Riptide? Riptide Klar. GP Doppelpunkt Renegade. Und damit willkommen Ich zurück. Kopiere das einfach unten aus der Beschreibung. Riptide GP Renegade. Das ist ein. Ja, das ist ein Jetski-Rennspiel. Das ist eine Serie, die es schon eine ganze Weile gibt. Das sind ursprünglich Mobile-Spiele gewesen. Und ich glaube, ich weiß nicht, im direkten Vorgänger oder eins von den Spielen gab es auf jeden Fall auch schon mal auf Steam. Für den PC. Sieht auf den ersten Blick nicht sonderlich cool aus, weil es, naja, man denkt halt so, ja, das ist ein Mobile-Spiel, was sie auf den PC gebracht haben. Ist aber erstaunlich spaßig. Also, ich war tatsächlich überrascht, weil ich im ersten Moment so dachte, Es hat auch einen ganz guten Ruf, diese ganze Serie. Und man sieht ja hier schon an dem ganzen Menü, dass das alles ein bisschen, ja, sieht halt im Grunde genommen aus, wirklich wie ein Mobile-Game, was sie eins auf den PC gebracht haben. Und das gibt es jetzt seit, ich glaube, dem 26. auf Steam. Kostet, glaube ich, so 12, 13 Euro. Ist also nicht sonderlich teuer. Ist jetzt auch nicht der super riesen Umfang. Aber wie gesagt, ich war überrascht, wie spaßig es dann doch ist. Und was so drinsteckt. Man kann hier eine Einzelspielerkampagne spielen mit einer Story. Aber diese Story wird nur so in Texteinblendungen erzählt und ist totaler, also ist Unsinn. Aber hat ganz nette Modi und Plot, man kommt schnell rein und so, das ist echt ganz cool. Man kann Multiplayer spielen und man kann auch Splitscreen spielen, so gab es zu vier Spieler am PC, was wahrscheinlich eher selten ist, weil die meisten Leute, Entschuldigung, irgendwie habe ich ein bisschen Schluck auf, weil das wahrscheinlich, ja, am PC vier Spieler, Splitscreen ist eher selten, weil die meisten PC-Spieler vielleicht nicht unbedingt auch vor so einem großen Monitor spielen, also jetzt vielleicht nicht unbedingt vor dem Fernseher im Wohnzimmer. Aber naja. Franz, du hast ja also bestimmt jetzt auch irgendwas zu sagen, ne? Du hast ja, da. Sorry, ich hab hier gerade. es gab gerade die Frage. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich kenne das sonst nicht. Normalerweise bin ich immer der Dinge zerredet. Was wollte ich. Hier, es wurde gefragt, ob wir das jetzt zusammenspielen. Ja, wir spielen das spielen wir zusammen. Also, wir suchen uns mal nein, zu finden. Nein, es ist kein DOS-Spiel, in dem man ein U-Boot steuert. Nee. Nein, und Ghost of the Tale ist leider gerade vorbei. Sie haben die Vorstellung verpasst. Weil wir packen ja dann noch die Highlights in die Stream, also aufs Twitch rauf und dann gucken wir auch noch, dass wir die dann irgendwie noch in YouTube-Kanäle hochladen. Und vielleicht schaffen wir es auch irgendwie noch so eine kleine Zusammenfassungsvideos dann für die Gamestar-Kanäle zu bauen, weil da jetzt eine Stunde Gameplay von einem Spiel hochzuladen, wo wir ein bisschen viel Unsinn auch drin erzählen, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Wie finden wir uns denn jetzt? Ich bin jetzt hier gerade mal, ich hätte jetzt ein Match erstellt. Warum finden wir uns nicht? Okay. Dann kann ich vielleicht mal, kann ich alle dir teilen. Jetzt da hinterher joinen oder so? Mach jetzt mal Anfänger. Bist du schon im Spiel richtig drin? Ja, ich bin im Spiel. Ich war eben kurz offline, habe ich gesehen. Aber ich kann leider nicht dein Spiel beitreten, aber. Ich bin aber online in Steam. Es gibt halt die Option Freunde suchen. Sehr schön. Ich guck mal, ob das. Da war ich auch gerade eben schon drin, aber da hat er gepingt und hatte ich nicht gefunden. Keine Freunde online. Pinge sie an und los geht's. Den hier. Ich habe jetzt gerade mal eine Online-Lobby gestartet. Du kannst ja einfach mal versuchen, ob du eine Online. Ach, das schon mal, jetzt das war ich dich gefunden. Ja, das jetzt ging aber, das ging jetzt aber schnell. Hallo! Also, falls irgendjemand das da draußen hat, ich glaube, es spielt so gut wie keiner im Multiplayer gerade. Weil es sowieso keiner gespielt. Also ihr könnt gerne. Einfach gucken, ob er uns findet. Dann können wir gerne mitspielen. Das ist wie mit Heliborn. Ja. Heliborn spielt auch Woche niemand außer auch. GameStar-Leser, wenn sie mit uns zusammenspielen. Von daher kann man da immer schön mit dazukommen. Du bist so, ich habe das übrigens tatsächlich so gut wie noch nie gespielt. Ja! Ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie vielleicht das Rennen auffüllen mit Bots. Das ist ein bisschen schade. Uah! Oder Mods. Oder motzenden Bots. Oh, hier gibt es eine Sprungschanze. Nein, oh, ich wollte. Du kannst Tricks machen übrigens. Du kannst mit den beiden Sticks, je nachdem in welche Richtung die du drückst, machst du unterschiedliche. Mit den Sticks macht man Tricks? Mit den Sticks machst du Tricks. Machst du unterschiedliche Tricks und damit fällst du. Oh, dann fällt man aber. Dann fällt man von dem Schwimmauto runter. Da musst du dann. Musst du dann deinen Boost mit aufladen. Wo ist denn hier der Weg? Mein Gott. Ich hab's auch nicht gefunden, meine Boobs. Oh. Was ist das denn hier auch für eine Strecke? Was suchst du denn da aus? Das ist eine ganz schön, ja, ich habe jetzt nichts eingestellt, groß. Das ist eine ganz schön freie Strecke. Normalerweise sind die sehr, sehr eng, die Strecken. Aber die scheint irgendwie. Irgendwas stimmt auch nicht, ich bin halt nur Zweiter. Das ist ein Grafikfehler. Ja, ne? Das sage ich auch immer. Wenn ich im Multiplayer-Spielen immer irgendwie so ganz unten bin, dann ist das immer, das sind immer Bugs. Da gibt's bei uns übrigens. Du trickst hier aber hart rum. Ich bin jetzt übrigens an meiner Schwanzflosse. Oh, du bist vor mir, sehr gut. Sehr gut. Ja, dann sieht man halt. So, jetzt mache ich hier mal die ganzen Tricks Renos.
Hui! Juhu! Nee, das ist ja ein Abwertungsgrund bei der GameStar übrigens auch. Tatsächlich ein offizieller Abwertungsgrund. Wenn ich zu oft verliere in einem Spiel, in einem Multiplayer-Spiel gegen andere Spieler, gleich 30 Punkte weniger. Ja, mindestens, ne? Mindestens. Wegen der Vergleichbarkeit. Jetzt ins Minus. Ins Minus. Das darfst du doch hier nicht sagen. Leute, jetzt können wir übrigens, jetzt ist es gerade schwierig. Jetzt kann ich den Chat leider nicht mitlesen. Weil ich bitte doch, du sollst da mitlesen. Gute alte LAN. Du bist doch vorne. Pass auf, wir machen das, wer vorne ist, muss den Chat lesen. Oh, das ist eine schöne Regel. Schnaps trinken. Ja, also ihr seht schon, es ist echt ganz schön hässlich. Was? Ich finde es aber stimmig. Ja, das fand ich nämlich nach einer Weile dann auch. Es gibt auch, je nach Track, gibt's, also hier ist jetzt nicht so viel los, aber es gibt so Tracks, zum Beispiel so einen Raumhafen, wo auch ganz viele Raumschiffe rumfliegen und auch so ein paar Landungsschiff-ähnliche Sachen. Und, cool. Wow, wie hoch fliegst denn du, Alter? Was? Und sobald ein Spiel Landungsschiffe drin hat, kriegt's ja auch automatisch 30 Punkte mehr. Weil wir wissen ja alle, es gibt nichts Besseres in Spielen als Landungsschiffe. Ein Spiel, in dem Fritz gewinnt und wo Landungsschiffe drin sind, ist tatsächlich eine Auto 80. Oft fragen uns ja die Leute, ja, was bräuchte denn ein Spiel, um 100 Punkte zu bekommen? Die Antwort ist so einfach. Landungsschiffe. Und wo ich automatisch gewinne. Genau, und vielleicht noch jemand, der dich untenrum massiert. Hallo, bitteschön. Also, bitteschön. Entschuldigen Sie. Find's ganz nett, die Bikes. Siehst du, wie krass doll die animiert sind? Also da bewegt sich die ganze Zeit irgendwas dran. Auch wenn du springst und so, dann klappen die immer aus. Wenn du den Boost aktivierst. Also ich hab zum Beispiel. Du siehst ja die ganze Zeit meins von hinten, ne? Das Maul. Easy. Oh, da fährt er so wie du fährst souverän nach Hause. Ich hab ja auch die Kamera auf der Schulter. Da muss man ein bisschen vorsichtiger fahren. So viel ist im Chat gar nicht passiert. Minimap zeigt den Weg an. Ja, das erinnert tatsächlich sehr an Wave Race, das stimmt. Ja. Aber das Wave Race gibt's ja auch nicht mehr. Oder? Gibt's noch man kann mit Tricks Race den Boost auffüllen? Ja, hab ich doch gesagt. Aber wer sagt ihm doch, oh mein Gott, sagt ihm doch sowas nicht. Er war doch jetzt schon vorher vorne dran. Ey, oh Leute, so geht das nicht. Oh, das ist aber eine schöne Map. Ich hoffe, gleich taucht eine niedliche Maus auf. Ich bin so verliebt in diese Maus, ne? Die war so unglaublich süß. Ich bin aber auch total anfällig für sowas. Ey! Rattenprinz! Au! Ach, scheit, ich könnte das natürlich auch mal für mich aufzeichnen, ne? Hab ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Ja, jetzt mal später denken sollen. Zu spät, Monsieur. Friss mein Wasser. Ist der Boost. Man kann den Boost gar nicht ausschalten. Also man kann ihn nur aktivieren und dann hat man ihn halt, ne? Also das ist wie mit Boost. Kein Weg zurück. Oh, da fliegt er. Der Robo. Die Minimap zeigt doch den Weg. Oh, schau mal. Da fällt der Waldbrand, da fällt der Wald um. Der Baum. Ja, aber ich finde, man sieht schon, dass das eigentlich für Mobile-Geräte gemacht ist. Also es steht zwar in der Beschreibung, dass es das erste Spiel der Serie sein, das für PCs, extra für PCs und aktuelle Konsolen, denn das kommt auch für die PlayStation 4, bei der Xbox One bin ich mir gar nicht ganz sicher, gemacht wird. Aber man sieht halt schon, wo das herkommt. Ne? Aber ja, das ist also auch dieser Fokus auf das Gefährt quasi, ne? So, das ist ja bei Mobile Games gerne irgendwie, ne? Dass das halt ganz gut detailliert ist und. Das hast du halt die ganze Zeit vor der Nase. Du hast mich die ganze Zeit vor der Nase. Weil das stimmt, das stimmt tatsächlich. Das ist der Wahnsinn. Und tatsächlich muss man da zu deiner Schande dazu sagen, ich bin wirklich nicht gut in Rennspielen. Ich spiele die eigentlich auch gar nicht. Oh! Opa! Doppelter Backflip, meine Damen und Herren. Oh, ich habe meinen. Sie sehen mich gepuzzelt. Ja, so ein doppelter Backflip, der ist nicht schlecht für einen Boost, muss man dazu sagen. Man kann in der. Es gibt eine Kampagne, wie gesagt, ne, da ist eine Story drin, aber das kann man erstmal vergessen. Aber die ist recht umfangreich und lauter kleine unterschiedliche Events, die dann auch irgendwie verschiedene Aufgaben, Slalom und so ein Zeug. Ne? Also es gibt jetzt nicht viele Strecken, aber sie versuchen halt aus diesen Strecken möglichst viel rauszuholen durch unterschiedliche Modi und so ein Zeug. Und das funktioniert auch echt ganz gut. Also man kommt da schnell durch und vor allen Dingen, man wird ständig belohnt. Man kriegt Erfahrungspunkte und schaltet mit den Erfahrungspunkten neue Tricks frei oder auch Boni, dass du zum Beispiel dein Boost länger hält, dass du neue Jets freischaltest. Ich fahre hier eigentlich in jeden von diesen blöden Baumstämmen rein. Die bremsen einen total, ne? Aber guck mal, diesmal warst du nur 3 Sekunden langsamer als ich. Eigentlich sogar nur 2, wenn man ehrlich ist.
Nee, und, ach, unten, guck mal, ich kann voten. Ich kann voten. Ich will tropisch. Kann ich jetzt voten? Siehst du das unten? Ja, tatsächlich. Kann ich, mach ich auch. Oh, danach müssen wir unbedingt mal Alpha Station machen. Genau, was gibt's? Genau, Boni, die man halt so freischalten kann fürs Fahrzeug. Dann halt neue Tricks. Also das ist schon durchaus motivierend. Und es geht ja auch echt flott. Also es ist nichts, was groß zwischendurch einen aufhält. Und man kann, glaube ich, die Geräte, die Fahrzeuge auch selber nochmal upgraden. Also die können schneller werden und so ein Zeug. Es war gerade die Frage, ob jetzt mehr Rückschritte kommen. Ja, tatsächlich, wenn wir Spiele zusammenspielen, versuche ich dran zu denken, meinen... Ach, das bist nicht du, oder was? Nee, das ist die Polizei. Bin ich die Polizei? Ich war doch... Es gibt eine Jetski-Polizei? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Wow, was war das für ein geiler Dreher? Hier ist übrigens schon ein bisschen mehr auf der Karte los, ne? Also mit den Karussells. Man soll tatsächlich auch nicht durch diese alten Laternen fahren, weil... Ob du hörst mich zu rammen, ob du hörst mich zu rammen, Ich glaube, dein Jet ist einfach von Haus aus schneller, deshalb gewinnst du die ganze Zeit. Mein Jet. Das behaupte ich jetzt einfach. Du behauptest die ganze Zeit, das ist ein Jet. Wie heißen die denn? Nicht Jetski. Jetski, ja, sag ich doch Jetski. Ich habe aber tatsächlich vorhin überlegt, heißen die vielleicht doch anders, die Dinger? Nee. Jetskis. Oh, hier kommt eine Wand. Obacht. Ja, ich weiß, also es war, gab gerade die Frage, ob es jetzt mehr Stream-Mitschnitte gibt. Ich versuche dran zu denken, jetzt gerade habe ich es tatsächlich vergessen. Ich habe mein Open Broadcaster läuft zwar, aber ich habe vergessen, das Spiel einzustellen. Ob du aufhörst, mich zu rammen? Nein. Das hättest du vielleicht, das könntest du mit deinem Turbo machen. Was ist denn hier mit der Polizei los? Oh, das könnten wir auch mal, das könnten wir auch mal spielen. Das müsste inzwischen weiter fortgeschritten sein, dieses Jalopy. Trabant Turbo. Dieses Trabant-Spiel. Das habe ich mit Daniel mal ausprobiert, aber da war es noch in einer sehr, sehr frühen Phase und dementsprechend ein bisschen extrem verbuggt. Oh nein, ich bin gestürzt. Mein Roboter ist gestürzt und wenn der nass wird, dann rostet der ja. Voll doof. Ich hätte mal einen anderen Jet nehmen sollen. Verdammt. Ja, einen, der fliegen kann, zum Beispiel mit Hellfire-Raketen. Ein Auto, was ich an der Seite langfahren lassen kann. Das ist Resident Evil, da vertust du dich. Oh nein, meine Kopfhörer sind mir aus den Ohren gepurzelt. Ja, jetzt hast du nur den Nachteil, jetzt kannst du das Wasser nicht mehr hören, jetzt kannst du nicht mehr abschätzen, wie es richtig geht. Du musst das Wasser hören. Be water, my friend. Die Polizei ist, die macht nichts außer nerven, oder? Ey, du bist nicht die Polizei, aber du nervst auch. Oh, jetzt ist ja die Polizei... Oh, ich bin vorne, oder? Oh, du hast bestimmt noch einen Boost. Das nee, merke ich doch. Boobs. Ich habe wunderschöne Boobs. Das ist auch so geil. Die Polizei ist genauso wie bei Need for Speed The Run. Die kann einfach immer überall, egal wie schnell du bist, total krass noch an dir vorbeiziehen. Ist vollkommen egal, was du für einen Speed drauf hast. Das die Polizei ist wie in, kommt Dubai. Nochmal. Die haben halt einfach die bessere Autos als du. Super Sportwagen. Was ist das denn? Die Polizei ist bei mir gerade einfach aus dem in den Himmel geflogen. Die rasten völlig aus. Du kannst das Ding so halfpipe-mäßig hier ausnutzen, scheinbar. Also zumindest die Polizei kann das. Ja, tatsächlich, ich sehe es bei mir auch. Ja, das ist ja krass. Über die Banden, ne? Das ist ja. Ich jetzt mal diese Banden. Okay, nee, diese bei mir geht es halt tatsächlich nicht. Ich bin dadurch einfach nur sehr, sehr langsam geworden. Oh. Toll, die Polizei parkt jetzt einfach mitten hier im Wasser, um mich anzuhalten. Super. Wie gesagt, schade, dass das jetzt nicht irgendwie, dass das nicht mit Bots aufgefüllt wird. Weil das wäre natürlich super. Boah, da bin ich aber mega weggenascht worden. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich hab übrigens mal gewonnen. Fragt jemand $15 dafür? Ich weiß nicht, ob es genau $15 sind, vielleicht sind es auch nur 13. Ja, mein Gott. Also, wie gesagt, in dem Kampagnenmodus, da kann man schon eine Zeit reinstecken und das ist dann auch echt schon durchaus Spaß. Und tatsächlich den Preis wert ist. Oh, es wird gerade ein Blobby-Volley-Duell zwischen uns beiden gefordert. Was ist das? Ein Online-Modus? Bitte? Das kenne ich gar nicht. Blobby-Volley? Nee, kenne ich nicht. Das musst du kennen. Nee, die Strecke wiederholt sich jetzt zum Beispiel. Wir hätten eine andere Strecke wählen sollen. Ja, wir sind nicht so schlau, alle beide. Nee, das kenne ich nicht. Das kann doch nicht sein. Warst du nie auf einer LAN in deinem Leben? Doch, aber da wurde halt irgendwie Quake gespielt und so ein Zeug. Oder das erste Blobby GTA. Blobby-Volley ist das Spiel, wo... zwei Blobs gegeneinander Volleyball spielen tatsächlich. Ich glaube, ich habe Videos davon gesehen. Also irgendwie kommt mir das... Es ist halt total simpel, aber es ist wirklich, also es ist genauso wie Musik auf einer leeren Flasche machen. Es ist easy to learn, hard to master. Also habe ich ganz stumpf aus der schönsten Serie der Welt, My Name is Earl, gestohlen.
Das könnte es übrigens, wenn Activision mal auf die Idee kommt, statt so Rockband-Quatsch sowas zu verkaufen, Michi wird's kaufen. So eine blöde alte Flasche, die an Strom angeschlossen ist, wo er dann das irgendwie nachdrücken muss, um die Geräusche rauszuholen. Wie häufig muss Michi in seinem Leben was nachdrücken? Ja, fragen wir lieber mal seinen privaten Umfeld. Sein privaten Umfeld drin. In seinem. Scheiße, ich wollte diese Flughafen-Map so gerne machen. Weil die fand ich echt ganz, ganz niedlich mit den ganzen Schiffen, die rumflogen. Wieso bist denn du schon wieder vorne? Das stimmt doch was nicht. Ich glaube, dein Flieger ist tatsächlich einfach schneller. Ja. Total unbalanced hier, gleich 30 Punkte was weniger. Was ist denn mit dir und den Jets und den Fliegern? Wieso denn? Ist doch ein Jet. Die fliegen doch nicht! Ja, Entschuldigung, aber also ich weiß ja nicht, was meine Figur hier macht, aber also wenn das hier gerade kein Flug ist, den meine Figur da gerade gemacht hat, dann möchte ich von dir nochmal die Definition hören. Wert hat zu Flugscharen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Der Vollständigkeit aber halber müssen wir aber sagen, es gibt momentan im Early Access noch ein weiteres Jetski-Spiel. Und das habe ich letztens nur durch Zufall eigentlich gesehen. Ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt. Sah aber gar nicht unbedingt so blöd aus. Ist aber, glaube ich, noch in einer sehr frühen Phase. Und ich werde ihn mal anschreiben. Vielleicht können wir das auch mal ausprobieren. Und dann können wir ja den ultimativen Jetski-Face-Off machen. In einer Tanznummer. Und gegenseitig die Gesichter abziehen. In einer Tanznummer. Du hast mich total abgehängt, weil ich hingefallen bin. Das ist mega unfair. Du kannst ruhig mal warten. Das ist kein Fairplay. Wie im Sportunterricht früher. Immer gewonnen, wenn einer hingefallen ist. Überhaupt erst angetreten, wenn einer hingefallen ist. So, und jetzt schön auf den Boost raus. Zack. Betrug? Es sah aus wie Betrug, aber es stellte sich heraus, war es doch nicht. War berechtigt. Bei mir wird es immer dunkler. Die Menschen fragen, ob wir den Kampagnenmodus zeigen können. Einhornbasis. Jetzt machen wir erstmal die Einhornbasis kurz. Moment. Einhornbasis. Die sind wir schon gefahren. Oder? Nein. Nee. Achso, das ist, dass du es gewotet hast. Warum ist das so dunkel bei mir? Können wir hier irgendwie Lichter machen? Oh, man kann das Original online spielen auf der Seite scheinbar. Von Blobby Holly. Ich klappt mit dem Licht. Ach, fuck it, dann ist es hier halt dunkel. Ich würde sagen, also die Strecke hier und vielleicht noch den Raumhafen. Und dann kann ich mal kurz den Dings zeigen, den Solo-Modus. Nur mal ein bisschen so vielleicht die Modi mal kurz noch ein paar Minuten. So ein kleines Rennspiel. Wir haben das jetzt mit ins Programm aufgenommen. Oh, U-Boote. Weil es halt jetzt gerade rauskam und mal so ein kleines Rennen gegeneinander als zum Ende des Abends hin, fanden wir irgendwie eine ganz nette Idee. Das ist jetzt natürlich nichts, womit man Programm stundenlang füllt, würde ich jetzt mal sagen. Ganz kurz, ich habe das hier mit einem Auge gesehen, also gegen Fritz komme ich auch noch an, während ich den Chat lese. Hat noch jemand Probleme mit dem Stream gerade? Weil Nosferatu sagt, für ihn ist es nicht anschaubar. Echt? Weil es alle 5 bis 10 Sekunden laggt, aber... Oh, guck mal, die Kriegsschiffe. Boah, krass. Krass. Also bei mir läuft der Stream stabil. Ich gucke den ja parallel auch noch. Ich finde das halt ziemlich praktisch, dass die Kriegsschiffe so Rampen haben für Jetski. Aber wenn er bei dir vernünftig läuft, dann heißt es ja, dass Also ich sehe es nur mit einem Auge. Aber dann heißt es ja, dass er... Ach scheiße, das sind ja auch Sprungschatzen hier überall. Ah nee, da kann man immer nur bedingt durchspringen. So, jetzt aber. Oh! Ui. Oh Gott! Oh! Mein Johnny ist ganz hart gestorben. Nochmal. Also, wow! What the fuck? Das ist ja krass. Da ist eben gerade so ein feindliches U-Boot ist eben gerade von unten aufgetaucht und hat so ein anderes U-Boot hier in diesem Hafenbecken weggekickt. Voll geil. Das ist nett gemacht. Also schöne Events. Ui. Ja, und ich bin eigentlich überhaupt kein Rennspiel-Mensch. Also ich spiele hier echt gar nicht. Ach, so ein bisschen manchmal schon. Aber meine Rennspiele darf ich ja auch nicht laut sagen. Meine Lieblingsrennspiele sind ja Need for Speed The Run, weil es nur von A nach B Strecken sind und Story-Modus hat, wo man quasi niemals dieselbe Strecke fahren muss. Und Drive Club, was ja so einen schlechten Ruf hat. Aber sich zu einem super Rennspiel entwickelt hat. Also Arcade-Rennspiel. Bist du jetzt schon im Ziel?
Ja, ich dachte mir, ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt hier. Ich muss schon mal dahin. Entschuldigung. Ich kann jetzt nicht ewig warten. Jetzt gucken wir auf der Raumhafen. Ah, hier. Okay, alle anderen sagen, es läuft bei Ihnen flüssig. Okay. Dann machen wir einen Reload am besten. Dann pass auf, jetzt machen wir noch Alpha Station und danach ganz kurz in den Dingsmodus, in den wie heißt das? Kampagnenmodus? Nur mal so ein Slalom-Ding oder so. Und dann war's das. Ein Typ hat dich gerade hart gedisst. Bitte was? Fahren wir jetzt noch eine Runde? War das die Quintessenz? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich versuche gerade reinzuschauen, aber der Chat ist bei mir in diesem Kontrollfenster so klein, dass ich es nicht lesen kann. Du hast mich einfach total abgedrängt und gerempelt und so. Du schubst. Ruhe. Fritz schubt. Ich möchte, dass Fritz vom Essen ausgeschlossen wird. Ich bin ja momentan noch in einem Jugendprojekt. Ohne Armbrot nach Hause geführt. Ohne Arme und das ohne auch. Kekse. Ich bin gerade gegen die Wand gefahren. Das ist einfach reinster Betrug. Oh, scheiße. Wo? Hä? What? Oh. What the fuck? Was ist denn das? Ich bin gerade... Hä? Ich bin gerade völlig von der Strecke runtergeflogen und fahre jetzt irgendwie parallel zur Strecke in so einem Untergrundtunnel. Was zur Hölle ist denn das bitte? Jetzt bin ich wieder auf der Strecke. Und Betrug? Das ist ja geil. Das ist ja cool. Und ich dachte so, scheiße, bin aus der Strecke rausgeflogen. Aber das war maximal geplant. Das ist ja super cool. Geil. Ich hab hinterher noch den Superman gemacht. Entschuldige, ich habe dich aber voll unterbrochen. Du wolltest gerade noch irgendwas fragen oder irgendwas sagen. Ich hab's aber vergessen. Nee, irgendjemand hat mich voll gedisst. Wie denn? Weil sagt, ich bin nicht so cool. Ja, genau das war. Hab ich das gesagt? Hab ich mir fast gedacht. So hat tatsächlich der Wortlaut. Fritz ist haben wir nicht so cool. Haben wir nicht Moderatoren für sowas, die das dann umschreiben in. Ja, doch. 30 also, Punkte plus. Wir einfach nur sagen, ja, doch. Ich hab übrigens einen mega hohen. Ach, ich wollte sagen, dass ich in einem Jugendprojekt bin. Genau, das. Ach, genau, das. Ach, stimmt. Du bist hier durch den Tunnel gefahren. Aber wie kommst du daraus, wenn ich sage, dass ich momentan in einem Jugendprojekt arbeite, dass du dann sagst, dass du glaubst, dass Leute dich gedisst hätten? Du hast doch vorher irgendwas gesagt, von wegen jemand hat mich gedisst im Chat. Hast du nicht irgendwas in der Richtung gesagt oder höre ich hier Stimmen? Ja, ich glaube, du hörst Stimmen. Bin mir relativ sicher. Jetzt erzähl von deinem Jugendprojekt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas war von deiner Jugend, du wolltest das Jugendprojekt erzählen. Ja, das ist cool. Also das ist ein schönes Projekt. Total abgefahren. Wir haben auch jemanden dabei, der kann so coden und Sachen bauen und so. Und die Kids können jetzt halt so harte Hackerino-Sachen machen. Das ist irgendwie, die bauen so eine automatische Schleuder und dafür mussten wir in den Baumarkt fahren, um irgendwie einen billig Akkuschrauber zu kaufen, damit die den auseinanderbauen können, um den Motor zu benutzen. Kämpfen so die dann am Ende gegen die andere Schule? Obwohl das so eine Sache... tatsächlich so eine, gegeneinander, ja. So eine Sache. Wieso bist du denn hier schon wieder fertig? Das ist aber... Ich habe nicht so viel Zeit für sowas. Cool. So eine Sachen darf man ja leider... sowas artet ja auch inzwischen leider völlig aus, was ja irgendwie auch letztes Jahr oder wann das war, wo da die Schulen in Köln oder wo das war, gegenseitig bekämpft haben zum Abi-Streich hin und dann auch tatsächlich die Leute wohl verletzt wurden oder was war da los? Irgendwie gab es doch so eine Geschichte neulich. Ich bin nicht angekommen, es tut mir leid. Wie, du bist nicht angekommen? Du bist nicht angekommen? Echt jetzt? Was ist denn da los? Nee, ich war so viel langsamer als du. Daraufhin breche ich die Verbindung an dieser Stelle maßlos ab. Das kann ja wirklich wahr sein. Aber ich spring mal ganz kurz in die Karriere rein. Ja. Also man hat hier, das ist besser für alle, die sich das vielleicht irgendwie mal besorgen wollen, also man hat jetzt hier dann den Karrieremodus und der besteht aus lauter Events. Das sind quasi die Ober-Events und man kann da oben diese Sterne verdienen, mit denen kriegt man dann Upgrades. Und ein Event besteht dann auch wieder aus mehreren Rennen, die unterschiedliche Aufgaben sind. Also hier Slalom oder hier so Rennen und ja, die brauchen wie Zeug. Ich habe halt auch nicht weit gespielt, das ist klar. Ausscheidung ist wahrscheinlich der letzte fliegt raus und so ein Zeug. Und weiter bin ich jetzt ja auch noch gar nicht gekommen. Und ich starte mal dieses eine Slalom-Rennen. So, pass auf. Slalom Innenstadt, gucken wir uns mal an. Und jetzt habe ich natürlich auch nicht so ein Fahrzeug wie in der Multiplayer eben gerade, sondern das Anfangsfahrzeug. Ich musste ja auch alle erst noch
freischalten. Ich kann hier aber so Skills lernen. Die muss ich mit durch Level-Ups kriegen, kann ich die halt freischalten. Dass ich jetzt hier zum Beispiel einen längeren Boost habe oder dass ich meinen Boost auflade oder schneller werde, wenn ich im Windschatten bin und solche Geschichten. Und ich kann das, den Jet selber, kann ich, Jetski selber, kann ich upgraden mit Geld. Wie immer im Leben kostet alles Geld. Vor allem die Jetskis. Also mein Jetski war auch sehr teuer. Kostet Geld. Den ich hinter meinem Pickup-Truck zu hängen habe. Ohne Anhänger. Den du einfach so hinten dran zu hängen hast. Ich habe einmal extra, das war so witzig, ich habe es gerade, das war Absicht, dass ich es gesagt habe und du hast es genau wiederholt, weil es so witzig, das kenne ich nur von dir. Was? Echt? Wie? Das etwas zu hängen haben. Ach so. Weißt du, du bist damals mal bei uns. Ja, ja, das sage ich ja immer. Ich habe ja immer diese Zu-Sachen drin. Das ja, ist so ein Berliner zu liegen. Ding. Ja, genau. Das ist, glaube ich, aber so ein Berliner Ding. Au, au, da fliegt er, da macht er einen Abgang. Holla, jetzt habe ich, glaube ich, einen verpasst. So ist das. Hab ich was verpasst? Habe ich was vergessen? Ich was, Hattest du da was zu vergessen? Ist da was? Weiß es nicht. So, jetzt kann ich mir den Chat lesen. Ja, also wie gesagt, das Riptide ist jetzt hier, das ist kein Hammerspiel oder so, aber mein Gott. Warum ich so erleuchtet bin von den Menschen im Chat? Ich glaube, du hast vorne so eine Lampe, ne? Also, du hast von vorne. Ja, aber ich habe nichts geändert, also es ist alles same. Ja, aber du hast halt ein vernünftiges Lichtsetup da. Ich denke immer so von wegen, naja, diese komische leuchtende Kugel oben, die wird ja wohl die ganze Zeit leuchten. Und dann stellt sich mal raus, nee, abends geht die nach Hause. Danke. Cool. Wir spielen gleich, als nächstes spielen wir eine Runde Blobby Volley. Das kann man in einer nicht ganz Originalversion, aber kann man das online gegeneinander spielen. Das ist ein wunderschönes Spiel. Das ist wirklich gut. I shit you not. Ja, dann machen wir das doch gleich, oder? Ich meine, ich muss jetzt hier nicht unbedingt ins Ziel fahren, so ist nicht. Ich glaube, man kriegt die Idee, worum es gehen soll. Ich schickte es dir. Wird mega gut. Eigentlich hatte ich ja noch das andere Rennspiel mit aufgeschrieben. Das steht, ist, also, du hast Blobby Volley, wenn du das nicht kennst, das dauert ja, jetzt auch nicht ja, so mega Problem. Lange. Das ist auch nicht, das andere können wir auch schieben, das ist ein kleines Ding, das kann man immer mal so zwischendurch mal kurz ausprobieren. Ja, ich gehe jetzt hier aus, das ist ja... Ich glaube, man versteht die grundlegende Idee dieses Spiels und darum ging es ja. Den nehmen wir noch mit. So. Und jetzt mache ich... Wo ist hier richtig raus? Event beenden.